Wir sind auf Sendung. Ja, und damit herzlich willkommen hier zum Landwirtschaftssimulator Teil 8. Und wie gesagt, ich begrüße dich, Basti. Moin, moin, Danny. Bei mir ist es schon Teil 14. Teil 14, ja. Wir begrüßen euch hier mal wieder auf den Lande und wir werden mal sehen, was wir heute so schaffen hier. Ja, du stehst wieder auf meinem LKW. Ja. Ja, meine Lieben, lange kam erstmal nichts. Ja, zeitlich hat es nicht so gepasst zur Zeit, aber jetzt werden wir es mal alles wieder im Angriff nehmen und ich komme nicht weiter, weil du da stehst. Ja, ich stehe in dir. Ah. Lol. Jetzt geht's. Wie gesagt, die ganzen Teile werden jetzt wieder im Angriff gehen, bloß die Zeit war leider jetzt nicht da. Und die Gesundheit. Und die Gesundheit natürlich auch. Und was ist ein Let's Player ohne seine Stimme? Genau. Ja. Du staubst. Ja, ich staube. Na ja. Hab ich noch Was haben wir auf dem Feld? Weißt du das noch? Getreide, glaube. Ach gut, dann brauche ich den Grün. Ja, es ist aber... Ich kann ja mal die Zeit ein bisschen vorspulen. Theoretisch. Ja. Und praktisch. Wo hast du den Aufsatz geparkt? Ach du Gott. Ja, ist schon eine Weile her. Ist schon eine Weile her, ja. Unsere letzte Aufnahme ist schon ein paar Tage vergangen. Also sind ein paar Tage vergangen, aber... In der Garage? Ich weiß es nicht. Ich glaube. Nee. Nö, oder? Ist das hier vorne? Nein. Das ist der für Mais. Da kannst du ja nochmal gucken, hast ja noch ein bisschen Zeit. Toll. Lol. Wir können nicht ernten, weil ich das Gerät nicht finde. Weil irgendeiner das irgendwo versteckt hat. So, so, wir haben 31.000 Euro und werden jetzt mal sehen, was wir noch ein zweites Feld dazu kriegen, wenn es geht. Ich glaube nicht. Wenn das Geld ein bisschen hinhaut. Ich glaube, das kostete 60 oder 70.000. Ja, 57.000. Was? Ja, war ich doch knapp. Na gut, ich werde ja mal gucken gehen mit dem Truck hier oder mit, fahren wir mit dem Truck. Hängen wir mal ab hier. Hast du den Aufsatz? Vielleicht haben wir ja irgendwo noch ein billigeres Feld. Müssen wir mal gucken. Huhu, Aufsatz. Wo are you? So, ich guck mal gleich mal auf das kleine Feld hier. Dürfte ja theoretisch billiger sein. Feld kaufen für 33.000. Lol. Und wir haben 31. Ja. Musst du was verkaufen? Oder ich guck mal noch auf das kleine Feld hier. Ist ja noch kleiner. Was das so kostet. So. 104.000. Wollen die mich verarschen? Das ist doch viel kleiner. Du bist so schlau. So, dann gucken wir mal, was wir so verkaufen könnten. Weil wir brauchen bloß noch 2.000. Boah, wir haben doch bestimmt irgendwas in den Silos. Wir haben doch erst geerntet bei der letzten Folge, beziehungsweise nach der Folge, glaube ich. Ich weiß, müsste ich jetzt mal glatt... Ich kann nicht mehr fahren. So, wo haben wir denn unsere Anzeige? Wo haben wir denn... Kartoffeln haben wir. Ja, das haben wir als letztes geerntet. Nur dann verkauf doch ein paar Kartoffeln. Boah. Dann werde ich jetzt mal Kartoffeln holen, liebe Freunde. So, wie gesagt, also Battlefield 4 wird auch wieder kommen, aber da werde ich keine großen Let's Plays draus machen. Das ist einfach bloß mal so. Und ein bisschen so online, leider ohne Basti. Ja, ich würde Danny nicht so blamieren und dass ich ihn dir da und den Kopf wegpuste. Ich kann euch irgendwie nicht fahren hier. Glaubst du, ich muss mich auch erstmal gewöhnen. Und du hast den Container ja super hingestellt. Warum? Der ist teilweise mitten auf dem Feld. Na warte, ich will bloß mal kurz gucken. Wie viel Kartoffeln wir haben.
Warte. Ob ich da einen Hänger dazu brauche, aber ich schätze mal nicht. Nein, das ist falsch. Wir haben auch Weizen. 26.000. Echt? Ja. Warum habe ich das gerade nicht gesehen? 26.437 und nur 5.000 Kartoffeln. Dann werde ich jetzt mal einen Hänger holen und dann werde ich erstmal billige Weizen wegfahren. Ja, mal gucken, vielleicht ist Weizen irgendwo in. Nö. Schade. Weißkohl ist momentan angesagt, aber das haben wir nicht. So. Ich kann heute irgendwie nicht fahren, warum auch immer. Also. Ja, wir haben ja auch lange nicht mehr gespielt, das müssen wir jetzt mal wieder gewöhnen. Ja. Ja, die Zeit war zurzeit ein bisschen knapp dafür. Was brauchen wir noch? Die Sämaschine kann ich auch theoretisch. Nee, die brauchen wir noch gar nicht. Wir brauchen gleich den Karado, ne? Ah. Das sieht voll lustig aus. Wenn du ins Fahrerhaus guckst, du siehst, dass das Lenkrad anfasst, ne? Aber nur das Lenkrad sich bewegt. So, wo haben wir denn jetzt so Weizen? Lass mal gucken. Das erste Silo. Das erste Silo. Ups, falscher Knopf. Das ist Mais. Hier ist Ja, Weizen. Ich oder zwei. hab Weizen gefunden. Wird schon wieder dunkel hier, ey. Ja, du hast ja auch die Zeit hochgestellt, damit wir auch ernten können. Diesmal sehe ich wenigstens auch das Tor aufgehen, nicht so wie beim letzten Mal, wo ich immer gegen ein geschlossenes Tor gefahren bin, obwohl es auf war. So, da würde ich sagen, verkaufe ich das jetzt und dann kaufe ich irgendwie mal ein kleiner, noch ein Feld dazu, Ja. wo wir mal sehen könnten, was wir da noch anbauen könnten. Welches Feld willst du denn kaufen? Naja, das kommt drauf an, wie viel ich jetzt dafür kriege. Also 30.000 haben wir. Ja, für das daneben brauchen wir mindestens noch 20.000. So, ich lasse den Hänger jetzt gleich mal hier stehen, weil der nützt uns eh nicht. Wie viel Weizen hast du jetzt mitgenommen? 26. Oh, da müssen wir doch bestimmt ein bisschen was kriegen. Oh. Ich wollte ja eigentlich das Feld leider nehmen. Jo. Erwerben. Und. Was brauchen wir noch? Den Stapler brauchen wir nachher, ne? Ja. Die kann ich ja auch schon mal auf hinfahren. Die können wir doch. Ach nee, die können wir für die Kühe nehmen, ne? Die Heuballen. Ja. Falls sie überhaupt noch leben. Die gibt's noch. Ich bin vorhin mal da gewesen. Achso, gut. Oh, ich fahre schon mal ein bisschen. Was denn? So, liebe Freunde, werden wir mal hier reinfahren. Wo bringst du es hin? Och, ich bring das gleich hier auf dem Dorf zu. Achso. Ich wollte jetzt nicht lange rumkurven hier. Kann man das noch mal sehen? Grün. Toll. Alles grün, nur unser Feld nicht. Das ist blau. Zu Edeka bringe ich das, wenn die das überhaupt nehmen. Ich weiß es jetzt nicht. Oh, sonst musst du zu diesem anderen, wo wir letzten waren. Der ist ja genau hinter unserem Hof. Hättest du nur hinten raus müssen. Lol. Ich glaube noch nicht mal, dass Edeka das nimmt, jo. Versuche es. Die haben bestimmt einen Bäcker. Ja. Aber komischerweise keine Mühle dran, ne? Als wenn das jetzt Edeka nimmt, Ja. frage ich mich doch echt. Eine kleine Einfahrt hier. Alter. Das sieht doch fast fertig aus. Auch noch fast. So, hier kann ich das gar nicht abkippen. Ja, da muss wohl doch zu den anderen, wo wir letztens waren. Weizen wird hier nicht angenommen. Kannst du bestimmt nur Eier oder so verkaufen, Eier und Milch. So eine kleine Einfahrt, ey. Oh.
Jetzt liegst du auf dem Dach. Toll. Okay. Toll. Basti, Hilfe! Hilfe! Du musst mal kommen. Du musst mich... Ja, Edeka. Wo ist Edeka nochmal? Oh Gott. Ich lieg wirklich gerade auf dem Dach. Ja, schön. Ich muss mal gucken, wo nochmal Edeka war. Das ist doch echt ein Foto wert hier, ey. Edeka. Das Feld 13, ne? Ja. 14, 13. Bei 11. Bei 11. Ja, ich sehe das ja nicht. Muss mal auf die große Karte gucken. Du musst bei ja, ich sehe auch deinen Punkt. Ich sehe deinen Punkt. Ja. Ich schick voll auf dem Dach hier. Na super. Gut. Bisschen voll unrealistisch, weil. Das hatten wir beim letzten Mal doch auch. Hier, ja. Schwerkraft wie auf dem Mond. Nur weil ich nicht aus dem Tor rausgekommen bin, bei Edeka, musst du gleich mal, wenn du gleich mal da bist, guck dir mal die Einfahrt an. Also. Bin da dran hängen geblieben und so bin ich durch die Welt geflogen und erstmal auf dem Dach liegen geblieben. Lol. Hilfe! Ich komme mir gerade vor wie so ein Marienkäfer. Sieht geil aus, ja? Ja. Kriegst du mich überhaupt noch hoch? Nicht, wenn die Schwerkraft auf einmal eingesetzt hat. Nicht, dass wir uns jetzt noch ein Autokran mouten müssen hier. ja. Lol. Grad, aber die Frisur sitzt, ne? Ja! So. Juhu! Gehst mal von mir runter. Danke. Bitte. So. Gut. Dann fahre ich wieder zurück. Ja. Bis du dich wieder aufs Dach setzt. Der Schildkröten-Lenny. Ich hab doch halt gesagt, ich kann sowieso heute nicht fahren. Ja, irgendwie ist es ein bisschen merkwürdig. So, da fahren wir das halt hier hin, wo wir es schon immer hingebracht haben. Ja, wir sind ja noch nicht so lange hier. Das nee. Ist, glaube ich, die zweite Aufnahme auf dieser Karte. So. Auskippen. 34.000, 40.000. Wieso wird das dunkel? 50.000. Ja, es wird gleich regnen, oder? Ich. Habt ihr doch letztens, in der letzten Dings gesagt, es wird regnen. Schon zu lange her. Ich bin alter Mann, ich kann mir sowas nicht merken. So, 57.000, da werden wir uns gleich mal ein Feld kaufen. Wie viel hat das Feld gekostet, das dann nebenan? Ich glaube 57.000 oder so. Ja, warte, ich fahre gerade auf das Feld hier Nummer 17. Oder 16. Die 16 haben wir, ne? Ja. Wenn du mal auf die Karte guckst, siehst du, dass morgen Regen angesagt ist. Ich bin mal echt gespannt, ob nur heute mal morgen mal Regen kommt. Ja. Ja. Das war bei der letzten Jahr nicht so wirklich. Nee. Oder wollen wir Feld Nummer 15 haben? Wo ist 15? Haben wir das nicht schon? Das haben wir doch schon. Wir haben doch schon ein Feld. Du hast das Feld Nummer 15 gekauft. Ja, das ist dann, wo du gerade drauf stehst. Ja, wir haben noch zwei Felder. Warte mal, ich muss das mal auf der Karte gucken. Ich weiß gerade nicht, wo du... Das Feld neben unser Feld, Nummer 15. Das helle. Das gehört uns. Okay. Das hier, wo ich gerade meine Kreise drehe. Siehst du? Ja. Das gehört uns. Das ist gut. Psst, das hat keiner gesehen, was ich gemacht habe.
Das gehört uns, das ist super. Das müsste uns gehören. Weil da ist auch kein Zeichen mehr zum Kaufen. Ah, hier auch nicht. Doch, hier oben schon. Ich bin gerade hier bei der. Ich muss mal gucken, wo ich bin. Hier ist nämlich Da auch nicht. musst du wahrscheinlich weiter in die Mitte fahren. Da, wo die grüne 14 steht. Ich bin gerade auf der 16. Da bei mir steht, du bist auf der 11, 14, schieß mich tot. Ach ja, ich habe da gerade dein angeguckt. Lol. Also Ja. das gehört uns irgendwie. Du Hä? Nee. musst aber, hier ist nichts zum Kaufen. Ich weiß nur, dass Kleufeld Nummer 16 uns gehört. Das weiß ich. Weil das haben wir noch, glaube ich, in der letzten Folge gekauft oder so. Ja. Deswegen haben wir noch nichts mehr hier in den Silos. Also ist die 15 hoch unser. Ja, die 15 gehört uns und die 16. Das ist Die gut. zwei Felder nebeneinander. Soll ich gleich mal hier was drüber fahren lassen noch? Ja, weil das dauert sowieso eine Weile, bis ich das Feld leer habe. Dann kannst du auch gleich hier den drüber fahren lassen. Der steht noch auf dem Hof. Ja, schön gerade. Weil ich denke, das gehört uns. Das werden wir gleich merken. Ja. So, liebe Freunde. Ich habe heute gar nicht richtig auf die Uhr geguckt, aber wir machen heute mal ein bisschen länger. Ja, 20 Minuten haben wir gesagt. Mal 5 Minuten länger, ich. Und die Zeit geht schnell vorbei, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Wir haben nämlich von 20 Minuten nur noch 3. So, große Nachfrage bei Oh, Kartoffeln. Kultis. Kartoffeln. Kartoffeln. So, du kannst die Zeit wieder verlangsamen. Okay. Weil es ist alles reif und fahr schon meine Bahn. Ah, jetzt können wir hier Roggen machen, Sonnenblumen, Karotten. Lass das bitte. Aber ich weiß ja, ich weiß, habe jetzt, weiß jetzt, wie man hier das Zeug. Aber lass es. Warum? Das erntest du auch bloß mit deinen, was du denn gerade hast. Nee. Also die Karotten zumindestens nicht, aber. Mit denen kann ich nur Weizen, glaube ich, ernten. Ich möchte jetzt was haben, das habe ich schon mehrere. Denk aber daran, dass wir den Ernter dafür nachher brauchen. Den holen wir uns schon. Mit deinen 50.000. Nicht mal. Was nehmen wir? Karotten, Zwiebeln, Gurken. Kohl. Cool. Kohl ist gut im Angebot. 1.400 das Kilo. Die Das, Tonne, Entschuldigung. ich denke mal, dass das cool ist. Das sieht aus wie Kohlrabi. Aber ich weiß nicht, ob es einen Ernter gibt dafür. Wir machen jetzt mal ganz einfach hier. Danny, Ja. bevor du irgendwas pflanzt, mein Herr, guck bitte im Geschäft nach, ob es auch den passenden Ernter dazu gibt, bevor wir jetzt irgendwas pflanzen und wir können das nicht ernten. Ja, es wird bestimmt schon was zum Ernten geben. Guck bitte nach, weil wir haben sowieso nur noch 1,5 Minuten. Gut, na dann würde ich jetzt sagen, dann verabschieden wir uns jetzt erstmal aus der Folge oder aus dem Part. Ja, wir gucken dann erstmal nach, ob das ein Ernter gibt. Man weiß ja nie. Genau, und dann sehen wir uns hier bei mir im achten Part wieder. Jo, bei mir im 15. Part. Jo, ciao, ciao. Ciao.